Yo, 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 Leute, was geht ab? Euer Danny wieder am Start und heute kommt mal wieder ein neues Video. Kaum zu glauben, aber wahr. Da ja Winterzeit ist, könnt ihr alle noch im Merch-Shop vorbeischauen, falls ihr euch noch was bestellen wollt. Ansonsten, naja, stellt euch jetzt der Lemke sein geiles Fahrzeug mal vor. So, hier haben wir jetzt den Lemke. Hallo, Freunde. Ich möchte euch was Neues vorstellen. Ich habe was wieder in Gang gebracht und zwar mal ein schöner Anaxa. Ich muss ehrlich mal sagen, ich kenne dich jetzt schon echt lange, aber ich wusste nicht, dass die ganze Zeit so einen komischen Traktor da zu Hause steht. Ja, ich habe sogar zwei Stück davon. Den habe ich mal mit 12 Jahren, habe ich mir den mal von unseren Nachbarn gekauft, für einen schmalen Taler mit so einem schönen Anhänger zusammen. Bin ich losgefahren, so wie man es von mir kennt, ne? Schön losgefahren, nicht viel bei gedacht. Fahre hier über diesen Weg, es war tatsächlich genau dieser Weg. Und mit einmal ging es rumbums, war der Motor kaputt. Hatte ich ganz nah einen Tag Freude dran, seitdem stand das Ding dann in der Ecke. Seitdem steht das Ding rum? Seitdem ich 12 bin. Boah, crazy. So lange habe ich den dann in der Garage gestellt. Ich wollte den Motor eigentlich reparieren lassen, aber da gab es keine Teile mehr für. Weil das ist so ein Iseki KS500 heißt das Ding. Da sind ganz viele japanische Zeichen drauf und sowas. Aber die sind eigentlich relativ bekannt und auch sehr wertvoll. Ja, komm, wollen wir rumgehen um den Traktor? Ja, zeig mal hier erst nach vorne. Ja, erstmal mache ich hier ein Walk Around. Also das ist der coole Anhänger. Hinten natürlich das schöne 6 km/h Schild drauf. Ja, Anhänger. Vermutlich ist er mal gekauft worden früher, ich weiß es nicht ganz, selbst gebaut ist er auf jeden Fall nicht. Unten drunter eine gebremste Achse hat er. Ja, das finde ich so krass, also man hat hier richtig diesen Sitzplatz. Er ist auch schön gefedert, ne? Ja, sogar noch gefedert, denn hier die Deichse an den Einachser. Heißen die eigentlich wirklich Einachser oder verarschen mich hier die ganze Nein, Zeit? Nein, das heißt Einachser. Wie soll das sonst heißen? Ja, was weiß ich? Ich habe davon keine Ahnung. Nee, die heißen Einachser. Ja, okay. Ja, hier unten haben wir dann... Die Bremse und so alles, ne? Hier ist die Handbremse, eine Fußbremse. Das ist schon total crazy eigentlich. Setz mal drauf, dass man mal die Optik hat, wenn du jetzt auf deinem Traktor da sitzt. So. Hier kann ich schön bremsen. Und der hat hier noch so ein Lager, so ein Knicklager, sage ich mal. Wenn der Anhänger, hast du vielleicht vorhin gemerkt, als wir durch die Gosse gefahren sind, dann hat sich der Anhänger so geneigt. Hm. Und das gleicht der auch so ganz schön aus und das zieht halt nicht hier alles aufs Zugmaul, sondern gleicht das schön ab. Ja. Das ist ganz geil. Dann habe ich hier noch so ein zweites Brett, mal damals natürlich noch gebaut, ne, mit meinen jungen Jahren, dass man hier schön sitzen kann mit ein paar Leuten drauf. Mit wie vielen Leuten seid ihr schon mal da drauf gefahren? Hier drauf, glaube ich, zu viert. Okay, da kriegst du aber... Aber da kriegt man mehr drauf. Und jetzt mit diesem Motor können wir ja mal weitergehen. Ja, hier, so, hier haben wir jetzt ein gutes Stück. Ja, genau, das ist hier, das ist der Iseki Einachser. Und da habe ich hier... Lass ihn mal rufen. Das kann man eigentlich... Ich komme auch nicht klar, ne? Wie viel hast du für den Motor bezahlt nochmal? Naja, erstmal müssen wir von vorne anfangen. Ja, von vorne an. Ich habe einen Kumpel zu Besuch gehabt. Er meinte, da bauen wir einen neuen Motor drauf. Gar kein Thema. Ich gesagt, oh, so wenig Geld immer, ne? Dann kannst du doch jetzt hier einen neuen Motor für kaufen. Wir gucken ins Internet, was kostet so ein 7,5 PS? Vorher war hier ein 5 PS Motor drauf mit viel weniger Umdrehungen. Vorher der hatte 1700 Umdrehungen und jetzt der hat irgendwas mit 3600 oder so. Und geguckt im Internet, Kaufland. Bei Kaufland habe ich den gekauft. Für 112 Euro hat dieser Motor gekostet. Muss ich mir überlegen, Leute. 112 Euro ist ein ganzer Motor, ne? Also jetzt nicht nur Zylinder oder so, was ich am Anfang dachte, sondern dieser ganze Motorblock hier. 112 Euro. Ne? Da kann man echt nichts sagen. Musste man natürlich die eine oder andere Optimierungsmaßnahme treffen. Zum Beispiel hier haben wir so Eisen uns gebaut, dass der Motor da in die alten Halterungen reinpasst, dass man das auch noch wegen der Riemenspannung verhindern kann und so. Aber ansonsten muss man ehrlich sagen, wir haben uns dann, als der angekommen ist, einen Abend dahingesetzt und wollten das eigentlich so planen, wie wir das dann machen mit dieser Platte und so. Das sollte eigentlich gefräst werden. Ich sage zu meinem Kumpel hier, das machen wir jetzt einfach. Da sind wir in eine Werkstatt gegangen, 2 Stunden später lief der Bock. Haben wir hier noch irgendwo bei uns zu Hause Riemen gefunden. Funktioniert alles, hundertprozentig. Ja, echt crazy, das Ding. Ja, dann ist natürlich hier so ein Allzweckmotor für so Gartenfräsen, für Schneebesen und all sowas, ne? Oder so Vertikutierer. Und deswegen der Auspuff, der ging hier nach hinten weg. Und da haben wir hier vorerst erstmal so eine Bernkonstruktion gefertigt. Oh, ja, hier. So eine alte Diesel-Free-6-Dose haben wir da dran gegurtet mit so ein bisschen Tüdeldraht. Das hält hundertprozentig und wirft schön die Abgase nach oben. Jawohl. Aber eigentlich wären doch die Dinger
dann diese Einachser benutzt, um Gartenarbeiten zu machen. Du kannst da so einen Mini-Flug hinterhängen. Gartenarbeiten, oder? Flügen. Ich habe dafür so eine Fräse, ja? Die kannst du dahinter machen, dann läufst du hinterher, fräst du den Garten. Ja, oder so eine Art, auch hier, wie so ein Schneeschild vorne oder so eine Schneeschild, das sind eigentlich so Multifunktionsgartengeräte. Ja. Also früher, ich kenne das früher aus meiner Kindheit, weiß ich noch, da hat man ganz oft so ältere Leute gesehen, die damit zum Grünabfall gefahren sind mit solchen Dingern. Und ich finde, im Osten von Deutschland, da siehst du noch richtig viele von den Teilen rumfahren. Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Hier bei uns gibt es so eine Truppe, die nennt sich richtig Einachser-Szene Südniedersachsen oder so. Und die fahren dann immer mit ihren Einachsern los und so. Mhm. Die machen dann so richtig Touren nach Bodenwerder und Bodenwerder oder Bodenfelde oder irgendwo sind sie hingefahren. Ich habe Ihnen gerade Zelenka auch schon gesagt, mit dem Ding müsst ihr eigentlich mal bis an die Ostsee fahren. Das wäre auf jeden Fall ein richtiger Auftrag. Aber da wirst du bekloppt. Also der läuft schon echt richtig gut. Ne? Normal laufen die so 15 km/h oder so. Jetzt mit dem Motor, weil der halt dementsprechend viel Drehzahl hat, kann man den nicht mal richtig ausfahren, weil es der Motor nicht packt. Ja, also der macht dann irgendwann zu, der läuft so seine 30, 35 Klamotten, läuft der jetzt. Ja, also hätte ich jetzt echt auch nicht gedacht, aber das ging gerade echt übelst ab. Also das ist schon schnell gewesen. Ja, dann müssen wir halt jetzt noch so ein paar Optimierungsmaßnahmen dran machen und dann geht das an den Anhänger ausbauen. Ne? Dann wird der Anhänger noch schön gemacht, vorbereitet für eine schöne Glühweintour. So, ich jump jetzt ein Stück vor und fährst dann einfach mal los und kommst du mir mal entgegengefahren, dann springe ich wieder auf. Ja, so machen wir. Und dann driven wir mal eine Runde. Ja. Aber ich will erst mal sehen, wie du auf mich zugefahren kommst. Das Ding ist der Hammer. Natürlich nicht, wir haben noch zwei Gänge. Und man muss dazu sagen, das Ding hat ganz rückwärts gegangen. Man kann auch hier mit diesen Griffen in der Kurve den Fahrantrieb auskuppeln auf der jeweiligen Seite und dann kann man viel einfacher um die Kurve lenken. Ah, okay. Weil so eine angetriebene Achse zu lenken ist halt schwierig. Ja, ja. Da musst du dich schon anstrengen. So kann ich den einfach auskuppeln und einfach so bewegen. Ah, ja. Hochmoderne Technik hier. Ja. Guck so, jetzt greife ich den hier einfach, kuppel den aus und kann den einfach so bewegen. Bring it! Das war eine große Kuppel. Ich fahre dich runter in eine Kuhle, dann steigst du mal ab. Dann probiere ich das nochmal. Nee, du hast dich erst runter. Ja, ich schieb doch nur rückwärts. Achso, ja. Was sagst du denn? Alter Kerl. Also man sieht es ja auch ganz gut an der Spur, dass die Reifen ordentlich geribbelt haben. Bis hier vorne sind wir hingekommen. Bis hierhin. Bis dahin ist er gestern alleine gekommen. Mal sehen, ob er jetzt zurückkommt. Krass. Er eskaliert vollkommen.
Jetzt freust du dich, ne? Ja, das bringt 10 Kilo mehr auf der Antriebsachse. Jetzt hat er mehr Druck vorne drauf und mehr Traktion. Das sind zwei solche Scheiben. Also da eine und da drüben auch eine. So Leute, und damit beenden wir das Video an dieser Stelle. Wenn wir damit noch mehr machen wollen, also die Tage auf dem Fahrzeug auch mal, ich bin noch nie eine Achse fahren, aber ich denke, wir können noch einige lustige Sachen mitmachen. Also lasst auf jeden Fall mal einen Kommentar da und schaut bei dem Link mal unten vorbei, also unten auf der Instagram-Kanal, da könnt ihr auch noch vorbeischauen und abonniert mich da.